In diesem Video soll es darum gehen, wie ihr einen Workshop sinnvoll abschließt. Dafür sind ein paar Sachen wichtig. Punkt 1, ihr müsst sicherstellen, dass alle Ergebnisse weggesichert sind. Zum Beispiel macht ihr mit eurem Smartphone Fotos von allen Teilergebnissen oder macht Screenshots oder Exports von Miro oder Online-Whiteboards. Zweiter Punkt ist, ihr habt die Gelegenheit, euch dort Feedback zu holen, damit ihr den nächsten Workshop vielleicht noch effizienter oder besser gestaltet. Das heißt, ihr könnt die Teilnehmer befragen, wie es ihnen gefallen hat. Letzter und wichtigster Punkt ist, ihr müsst gucken, dass der Workshop positiv abgeschlossen ist. Also lobt man alle Teilnehmer können sich nochmal äußern, weil Menschen sich immer das Ende von Veranstaltungen merken. Das ist ein ganz komischer psychologischer Effekt und deswegen muss man besonders für ein positives Ende sorgen. Ihr haltet zunächst einmal alle Ergebnisse fest. Dafür bietet sich ein Fotoprotokoll an, wenn ihr mit Whiteboards, Flipcharts oder mit Grafiken gemalt habt. Ich habe jetzt hier mal auf die Folie Teil von so einem Fotoprotokoll von einer Retrospektive draufgeklebt. Dort sieht man ein Energy-Seismograph und eine Timeline. Was ist jetzt im Prinzip egal? Was ihr den Teilnehmern dann schicken könnt, ist ein PowerPoint-Foliensatz, wo ihr einfach die Ergebnisse als Fotos reinklebt und zusätzliche Informationen, die auf dem Foto nicht zu sehen sind, auf die Folie draufschreibt. Also PowerPoint mit ein paar Kommentaren drin plus die Fotos, das reicht häufig schon als Protokoll von dem Workshop. Eventuell müsst ihr Rückfragen stellen in die Teilnehmerschaft, ob alle wirklich den Ergebnissen zustimmen, die im Workshop erzielt worden sind. Möglicherweise ist jemand dagegen, ist es nicht völliger Konsens. Ihr wollt ja nachher auf der Basis der Workshop-Ergebnisse weiterarbeiten. Daher ist es wichtig, dass ihr wirklich sicher seid, dass die Ergebnisse eine Mehrheit haben oder zumindest Konsens haben, also dass keiner streng dagegen ist. Aber den Workshop habt ihr einmal alle Menschen an einem Ort. Insofern bietet es sich an, dort mit den Teilnehmern auch die nächsten Schritte, also was passiert nach dem Workshop, wer macht was weiter, was sind die nächsten Termine, das zu besprechen. Und letzter wichtiger Punkt ist, ihr verteilt eventuell Aufgaben, möglicherweise übernehmen Teilnehmer weitere Recherchetätigkeiten, beschaffen noch Informationen, die euch gefehlt haben, führen gewisse Beschlüsse schon durch. Und deswegen startet ihr mit einer normalen Aufgabenverteilung, wie ihr sie auch in einem Meeting machen würdet. Das heißt, ihr dokumentiert, was genau ist zu tun, wer ist dafür verantwortlich und bis wann soll das erledigt sein, sodass ihr im Nachgang nach dem Workshop diese Erledigung der Aufgaben auch verfolgen könnt. Eventuell müsst ihr auch Beschlüsse fassen lassen. Also das ist nochmal wichtig, dass das explizit gemacht wird. Und dafür braucht ihr vielleicht sogar ein schriftliches Protokoll, dass ihr also explizit unter den Teilnehmern abstimmt, ob sie zu einer für etwas oder gegen etwas sind oder einer technischen Veränderung zustimmen. Und da muss man vielleicht wirklich mit Handheben zu gewissen Punkten Zustimmung oder Ablehnung holen. Und das muss man auch ins Protokoll schreiben, damit auch das juristisch belastbar dokumentiert ist. Nächster wichtiger Punkt ist, ich hatte ja bei den Soft Skills schon ein kleines Video gemacht zu dem Thema Feedback einholen. Man lernt nur durch intensives Feedback und das Feedback muss schnell erfolgen. Deswegen solltet ihr natürlich jetzt jede Gelegenheit nutzen, euch Feedback zu holen. Und so ein Workshop, da habt ihr gewisse Vorkehrungen getroffen, ihr habt die Organisation in gewisser Weise gemacht, ihr habt eine gewisse Location ausgewählt, es gab eine gewisse Sorte Kaffee, es gab Schnittchen oder auch nicht. Also es gab was zu essen oder nicht. Und jetzt geht es darum, dass ihr von den Teilnehmern erfahrt, hat alles gepasst. Die einfachste Form, wenn dafür nicht Zeit bleibt, ist ein Dot-Voting. Was ihr da macht, ist folgendes: Jeder Teilnehmer kriegt einen Klebepunkt. Ihr malt auf eine Tafel oder einen Flipchart oder ein Whiteboard, malt ihr einfach eine Skala von plus plus bis minus minus, also sehr zufrieden, sehr unzufrieden. Und dass die Teilnehmer in der kurzen Feedbackrunde einfach diesen Klebepunkt irgendwo hinkleben und dann habt ihr eine grafische Übersicht, wie die Gesamtstimmung während des Workshops war. Normalerweise sind die Leute am Ende von Workshops immer recht positiv gestimmt. Das heißt, ihr werdet höchstwahrscheinlich relativ viele rote Punkte bei zufrieden und sehr zufrieden kriegen. Es sei denn, ihr habt jetzt irgendwas vermurkst, aber auch da wäre es wichtig, wenn ihr das wissen würdet. Das ist so die kürzeste Form, die ihr machen könnt. Die etwas längere Form ist, ihr macht ein kurzes Blitzlicht. Das geht mit wenig Teilnehmern. Also das Dot-Voting geht mit vielen. Blitzlicht geht nur mit weniger Teilnehmern. Ihr fragt reihum jeden Teilnehmer, jeder Teilnehmerin, wie es ihr gefallen hat und ob es noch weiteres Feedback gibt. Und jeder kann sich kurz äußern und nochmal seine Highlights nennen.
Man sollte da vielleicht geschickterweise fragen, wie zufrieden sind Sie mit dem Workshop? Das ist schon eine Suggestivfrage, weil ja das Wort zufrieden schon drin vorkommt. Man könnte natürlich alternativ auch fragen, geben Sie uns bitte Feedback zum Ablauf des Workshops. Ein zweites sehr schönes Verfahren ist das, habe ich von einem Kollegen übernommen, ist das Feedback Capture Grid. Da ist man ein Foto von einem Fotoprotokoll von einem meiner Workshops, die ich mal durchgeführt habe. Und was man da sieht, die Klebezettel sind so, ist so das Feedback der Teilnehmer. Man hat da vier Kategorien, zu denen die Teilnehmer Feedback geben können. Und um das Feedback zu erhalten, verteilt man Klebezettel, gibt den Teilnehmer so 15 Minuten Zeit, was auszufüllen. Und jeder hat dann vier Kategorien, wo er was oder sie was schreiben kann. Erstens, was hat ihn oder sie besonders unterstützt beim Arbeiten im Workshop? Das sind, also was war förderlich, was hat die Stimmung erhöht, was hat zum effektiven und effizienten Arbeiten beigetragen. Zweiter Punkt ist, was sollte man beim nächsten Mal anders machen? Also nicht, was war negativ, so ein Feedback gibt es in agilen Methoden nicht, sondern das Feedback in agilen Methoden ist ja immer in die Zukunft gerichtet und erwartet Änderungen, dass es danach besser wird. Also fragt man nicht, was war schlecht, sondern was sollten wir beim nächsten Mal verändern? Und dort kriegen sie dann Hinweise, wo vielleicht Sachen schiefgelaufen sind oder wo man Zeit verloren hat, wo die Teilnehmer sich wohl nicht wohlgefühlt haben und so weiter. Auch ist es hilfreich, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal zu fragen, vielleicht haben sie selber noch Ideen für den nächsten Workshop oder fürs weitere Vorgehen. Vielleicht gibt es Ideen zur Workshop-Durchführung. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ja schon 1000 Workshops gemacht in ihrer Karriere. Also da kann man sich sicherlich nochmal Hinweise abholen oder Ideen abholen zum weiteren Vorgehen. Und der letzte Punkt ist, vielleicht sind noch ein paar Themen offen geblieben, die man im nächsten Workshop besprechen muss oder im weiteren Projektverlauf klären sollte. Feedback Capture Grid ist ein sehr schönes Instrument, um ausführlicher Feedback zu kriegen und um dieses Feedback auch schriftlich festzuhalten. Also auch davon kann man ein Foto machen, wenn es positiv ausgefallen ist und das dem Chef schicken beispielsweise oder dem Workshop-Veranstalter schicken, um auch zu dokumentieren, naja, den Teilnehmer hat es wahrscheinlich gefallen. Also holt euch am Ende eines Workshops das Feedback ein. Ganz am Ende eines Workshops muss man jetzt irgendwie dafür sorgen, dass die Teilnehmer das in positive Erinnerung behalten. Das heißt, man verabschiedet alle höflich, positiver Gruß am Ende, guckt alle nochmal an und versucht so in einer freundlichen Art und Weise und explizit den Workshop dann damit zu beenden. So, da sind wir am Ende der Workshops angekommen. Die grobe Durchführung haben wir jetzt durchgesprochen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch die anderen Videos auch anschaut. Bis zum nächsten Mal.